Ja, Moritz Zimmer, heute leider 0:1 verloren gegen den direkten Konkurrenten FSV Frankfurt. Es war vor allem in der zweiten Hälfte relativ hektisch. Wie hast du es gesehen? Ja, hektisch trifft es gut. Ich denke aber auch, ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist klar, dass das ein bisschen hektisch ist. Es hat schon viel Druck auf beiden Seiten. Jeder musste gewinnen heute und ja, ich glaube, sehr, sehr bitteres Spiel heute. Und ja, ich glaube, Frankfurt ist relativ glücklich heute mit 3 Punkten. Nächste Woche geht es weiter in Homburg, Saar-Pfalz-Derby. Wie schafft ihr es jetzt in dieser Woche, euch da wieder aufzurichten und dann mit neuen Kräften ins Derby zu gehen? Ja, wir haben keine andere Wahl. Ich meine, jeder von uns kennt die Situation. Also nicht jeder, aber die meisten. Ich bin ja ein bisschen länger hier und ja, ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hatten wir genauso ein Spiel in Homburg. Da waren wir eigentlich schon abgeschlagen hinten und haben dort ein riesen Spiel gemacht. Haben dort eigentlich so die Wende geschafft. Danach hatten wir einen super Punkteschnitt, sind über uns hinausgewachsen und wir haben das auch schon oft bewiesen, dass wir gegen solche Mannschaften ja, was holen können. Und wir müssen uns schütteln. Wir können hier nicht lang rumeiern. Wir müssen am Samstag bzw. am Freitagabend direkt wieder Gas geben.